So, was trinken wir heute, Rico? So wie immer. Immer Das chillige Chili-Bier. was zum Chillen. Schön. Das mit der grünen Chilischote drin. Na, endlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Rico trinkt erstmal einen Schluck Wasser. Also, er gießt sie jetzt schon Wasser ein, weil er weiß, er packt sie in die Hose, weil Chili-Bier ist so scharf. Importiert durch Sucos Import und Markenvertrieb. Neuss in Deutschland. www.sucos.com. The original Mexican Chili Beer. Cerveza Mexicana. Entschuldigung. Lagerbier with Serrano Chili Pepper Added. Alkoholgehalt 4,2%, 330 Milliliter Flasche. So, was denn hier auspacken? Ja, auspacken. Na, ein Punkt oder was? Also mit dem ist schon originell. Gut, das wäre dann hier der Spezialpunkt. Ja. Ansonsten, also ich sag mal so, ja, ich würde es gern trinken, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich es bei der Party wahrscheinlich nicht trinken. Zwei Punkte. Das ist aber schön nett. Ja, das ist wirklich nett. So dolle sieht die Pulle ja nun wirklich nicht aus. Du wirst halt deine Puppen immer drin drücken. Was ist denn da los? Ist schon abgelaufen, wa? Die Schilli sieht schon ganz ranzig aus. Wie willst du die Schilli da rauskriegen? Keine Ahnung, ich weiß ja noch nicht mal, wie die da reingekommen ist. Aber das können wir auch am Ende machen. Da ist er! Ja, dann halt, Er dann guckt nehmt da ihr doch schon mal eine raus. Zange oder was? Will ja keine Schleichwerbung machen. Du fährst das einfach so an. Ja, Alter. Gut. Was soll denn das? Sag mal. Das war nicht mit Absicht. Klar. Hör mal auf. Aber so sieht es so viel besser aus, eigentlich. Für den Feinschmecker. Der Schaum ist so besonders schön, finde ich. Hey, Was nicht ist so viel. denn? Wieso denn? Du hast nicht so viel drinne. Oh. Ja. Na, dafür habe ich die Chilischote hier drin in mein Glas. Wie das war da? Ja, toll. Was ist denn da? Was ist denn das? Was ist denn was denn? Schluck für den mexikanischen Gott oder was? Ja. Für Sanchez. Hm. Na dann zum Wohl. Ach so, nee. Augensucht und Augenflucht erstmal. Also Schaum habe ich, wie gesagt, nicht gesehen. Also das bringt ja, naja, also Jeden Punkt. ja, Zumal ich jetzt auch Stückchen drin habe. das ist okay. So. Prost. Richtige Pilsner-Tulpe hier. So wie sich das hier gehört. Freust du dich? Du trinkst ja gar nicht. Alles gut. Hat mir immer Schärfe. Boah. Naja. Oh. Mann, ey. Ja, ist halt scharf, aber man, also. Aber es geht noch, ja. Also wirklich, also ich kenne Schärferes. Aber ich bin nicht der Maßstab, weil manche, die die Schärfe nicht so gut Ja, es vertragen, schmeckt ohne Schandritt. die. Schmeckt einfach ja nicht raus, außer scharf. Ja. Mir tränt so ein bisschen das Auge. Spezialpunkte? Ja. Wie ja. Na, für die Idee und für die Chili-Schote Also da. ein Punkt. Ja. Also ich mag ja scharfes Essen, aber wenn es zu scharf ist, dann ist es auch nicht mehr meins. Ich will ja auch wenigstens nochmal das Essen schmecken. Uwe? Also der Uwe, der ist verbrannt. Also Blech, solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Gebe deinem Bedauern nun laut kund und trinke ein Gebräu edlerer Ist das Klasse. ekelhaft? Darauf trinkt man erstmal einen Newton. Dittmarscher. Ich trinke einen Haseröder.
Nein, mach doch. So sieht's aus. Ich hab jetzt die Pulle kaputt gemacht, das ist hier klar. Alter, mach den Nippel da wieder. Weil das Marsch einfach billig ist anscheinend. Ach. Wir müssen das nochmal testen. Ob das wirklich Gold verdient hat. Das ist lecker. Ich bezweifle ich jetzt. Schön herb ist das, ja. Angenehm herb. Nicht so friesisch herb, angenehm ist das wirklich. Das ist eins meiner Lieblingsbiere geworden. Was trinken wir als nächstes? Was für ein Produkt testen wir denn als nächstes? Die Hot Chip Challenge. Wir haben die Mexiko-Wochen. Ja, Mexiko-Woche. So, also nächstes Mal unbedingt wieder einschalten, wenn es heißt, Enrico kackt dir in der Hose, weil so zu scharfes Essen ist. Waldbrand bei Enrico, ja. Zu scharfes Essen.